Wir sprechen natürlich gleich einmal über den aktuellen Status quo und in 2 Tagen, da ist dann der 15. September, ab dem Datum gilt dann auch der Stufenplan, der ja von der Regierung hier entsprechend auch vorbereitet wurde und auch letzte Woche kommuniziert worden ist. Das heißt, es wird wahrscheinlich schon Stufe 1 stattfinden, wo es dann eben auch gewisse Regelungen gibt. Welche sind, erfahren wir gleich. Für die Kunden ist das schon ganz klar geregelt. Wann muss ich eine Maske tragen? Wo muss ich eine Maske tragen? Wie sieht es im Moment gerade für die Mitarbeiter aus? Da gibt es 600.000 Handelsmitarbeiter, die in Österreich davon auch betroffen sind. Gibt es da auch schon klare Regeln? Und wie schaut es aus für die Kunden? Was müssen die machen? Also klar, und Regelungen widerspricht sich in der Corona-Pandemie massiv und das auch 20 Monate in der Krise. Es ist so, wie Sie sagen, dass praktisch die Zukunft des Handels übermorgen eigentlich schon startet und bis dato die relevante Verordnung noch immer fehlt. Offenbar soll sie morgen kommen, aber das ist ein Riesenproblem, weil ja praktisch wir nicht schon einmal hatten, sondern also morgen mehr, für übermorgen dann. Morgen für übermorgen, und es kann sein, dass theoretisch das Ende des Tages kommt und dann ab 0 Uhr schon in den relevanten Unternehmen Geltung erlangt. Und man muss sich mal vorstellen, wie sollen die Unternehmen deren Mitarbeiter in der Zeit informieren in so beschäftigungsintensiven Branchen wie dem Handel mit 600.000. Also da ist wirklich zu sagen, dass zuerst kommuniziert wird, dann wird mit Betroffenen diskutiert und noch viel später kommt dann die Verordnung und das, obwohl 2 Monate jetzt im Sommer Zeit war. Also da erwarten wir auch beispielsweise von der Wirtschaftsministerin, dass sie sich für klare Regelungen einsetzt. Es ist bis dato völlig unklar, wie mit den 600.000 Beschäftigten umzugehen ist. Es könnte so sein, dass dort der Arbeitgeber entweder vorgeben muss, dass er einen 3G-Nachweis dann erhält, dann darf er aber keine Maskenpflicht mehr verhängen. Wenn er aber dann keinen 3G-Nachweis erhält, dann ist die Maskenpflicht für die Mitarbeiter fix. Es ist aber einfach noch alles unklar und daher ergehen wieder mal im Handelsverband zahllose Anfragen und ja, es gibt mehr Fragen als Antworten. Daher ist da die Regierung wirklich gefordert, hier Klarheit zu schaffen und zumindest die Regulierungsintention zeitnah bekannt zu geben. Weil, ja, es ist einfach nur schockierend, dass das bis dato nicht erfolgt ist. Es gibt ja erst in diesem neuen Stufenplan und Stufenprogramm gibt es ja erst auch erstmals eine klare Unterscheidung zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften oder beziehungsweise Geimpften, Genesenen oder eben auch diejenigen Personen, die das eben nicht hinter sich hatten, also die nicht impfen waren, und also sprich, die einfach nur sich testen lassen. Wie viele Prozent im Handel sind denn schon geimpft bei den Mitarbeitern? Gibt es da Statistiken dazu? Und auch was würde sich denn der Handelsverband hier wünschen? Also zum einen einmal ist es wirklich wichtig, dass vom Wirtschaftsressort hier klare, praxisorientierte Regelungen kommen. Und all das, was hier verkündet wird, ist in dem Fall einfach totes Recht. Das lässt sich kaum kontrollieren. Und daher hat nicht ohne Grund letzte Woche auch die Polizei gesagt, das ist fast nicht möglich für uns 4 Millionen Shopper pro Tag zu kontrollieren, auch wenn Stichproben sind, leidet ja der Ruf der Politik drunter, wenn man Regulierungen platziert, die dann in der Praxis kaum kontrollierbar sind. Und wir würden uns natürlich Klarheit wünschen, weil zum einen haben wir das Problem der Pandemie, aber zum anderen haben wir mittlerweile ein fast gleich großes Problem der Komplexität und Undurchsichtigkeit dieses Dschungels an Detailvorgaben. Wir würden, um die Regelung einmal kurz zu erklären, in Wien ist natürlich alles anders, da ist eine generelle Maskenpflicht im Lebensmittelhandel und im Non-Food-Handel. Es ist dann auch so, dass generell im Lebensmittelhandel bundesweit die Maskenpflicht komplett gilt und im Non-Food-Handel, also im Modehandel, Elektrohandel, Möbelhandel, wird so sein, dass auf der Konsumentenseite zwischen geimpft und ungeimpft unterschieden wird. Das heißt, dass jene, die ungeimpft sind, eine Maske tragen müssen und hat den interessanten Effekt, dass die Geimpften kontrolliert werden in der Praxis, weil ja die dann tendenziell ohne Maske ins Geschäft kommen.